Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Sobald wir Battle Pass Stufe 49 und diesen Rucksack bekommen haben von Jones, den neuen, können wir wieder einen Schnappschussauftrag von Agent Jones spielen. Nennt sich Sprung 31. Und jetzt kommt's. Eigentlich müssten wir dazu eine Anomalie bei Catty Corner untersuchen. Das hätte ich euch ja gerne gezeigt, aber als ich das spielen wollte, ist der Auftrag hier verschwunden. Ich habe keinen Jones-Auftrag mehr. Er ist weg. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Mission extrem buggy ist. Für alle diejenigen, die die Mission noch angezeigt bekommen und auch erledigen könnten, sei gesagt, die Anomalie befindet sich hier unten. Da ist seit neuestem ein Tresor, und zwar beschmiert mit Boom-Tina. Hat wahrscheinlich irgendwas mit den Zeitverschiebungen zu tun. Dann müsst ihr hier unten hin nach Catty Corner. Die Tresortür ist so halb offen und da könnt ihr euch dann die Anomalie abgreifen. Aber wie gesagt, bei mir hat es nicht funktioniert und der Auftrag ist jetzt auch verschwunden. Und ich habe, ohne was dafür zu tun oder halb zu tun, ich weiß nicht, ob das gewertet worden ist, dass ich dort unten gelandet bin, habe ich jetzt nämlich Jones in Stufe 4 erhalten. So, das war die Anomalie bei der Haifischinsel. Und das ist jetzt Stufe 4 bei Catty Corner. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.